Stunde über das Thema Raum, den Raum zu erfahren, den Raum zu vergrößern. Dafür gibt es eine Technik, um die Erfahrung deines äußeren Raums eben mal zu verändern. Ja, fangen wir damit an. Erstmal diesen Raum für euch selber mal zu erfahren. Dafür steht ihr auf. Oder ich stehe jetzt auf. Lasst uns erstmal in Kontakt gehen zum Körper und in Kontakt zum Raum so um dich herum. Und dann fangen wir an, das mehr auf den Raum noch einzugehen. Okay, du gehst an den unteren Rücken und geh die Beine hinten mal runter und vorne innen hoch und mach das ein paar Mal. Einfach die Beine hinten runter und vorne innen hoch zu streichen. Hinten runter, vorne innen hoch. Und dann gehen wir weiter nach hinten. Wir gehen über so einen Umweg der Achselhöhlen, hinten den Nacken, den Kopf, und dann die Stirn, die Nase, die Lippen, das Kinn, den Hals, das Brustbein, bis unterhalb des Bauchnabels, und dort gehen wir nach hinten und hinten runter. So, das verbinden wir, dass die Beine mit dem Oberkörper. Solltet ihr eine andere Stunde schon mal mitgemacht haben, habt ihr das vielleicht schon mal gemacht. Ja, du kannst es langsam, du kannst es schnell machen. Es geht erstmal, das Schnelle ist eben halt auch, um den Kreislauf anzuregen. Das Langsame ist, um dieses Gefühl des Streichens besser wahrnehmen zu können. Nochmal langsam. In der Mitte, dann hinten die Beine runter, so weit wie es geht, vorne innen hoch, über die Leiste nach hinten, hinten so weit hoch, die Achsel, dann die Wirbelsäule, die Mittelscheitel und diese Mittellinie bis unterhalb des Bauchnabels und nach hinten. Achte vielleicht mal auf den Atem. Wir gehen heute mal von unten hoch, um dann in Kontakt zum Körper zu gehen. Lass die Knie locker, nimm mal Kontakt zum Schambein auf, die Hände übereinander. Schließ mal kurz die Augen, um dieses Gefühl zu bekommen. Da liegen Hände auf deinem Schambein. Auch vom Körper her, sowohl von den Händen her, den Körper zu fühlen und vom Körper, dass da Hände aufliegen. Und dieses Streichen, die Nachwirkungen einfach mal wahrzunehmen. Diese äußere Schicht von deinem Körper. Okay, so, jetzt gehen wir in Kontakt zum Raum. Du berührst dich also nicht. Du gehst in Kontakt zum Raum, gehst hoch nach hinten und machst einen großen Bogen. Gehst wieder nach hinten und dann lässt du die Hände locker. Nach hinten und locker. Okay, wir gucken uns an diese Drehung. Diese Drehung der Hände. Ne, du hast die Handflächen unten, du kommst hoch und natürlicherweise drehen die Arme. Du kommst so und die drehen und.
unten gehst, achte darauf, dass deine Knie nicht eng gehen. Also du gehst hoch, nimmst den Raum hinter dir und lässt die Knie auseinander. Große Bewegung. Achte darauf, dass der Oberkörper beim Beugen nicht so nach vorne geht. Es wird sehr oft auch in anderen Situationen anders gemacht. Ne, der bleibt der oberste Punkt. Er bleibt das oberste innerhalb der Bewegung. Um dann mal dich kurz wahrzunehmen, locker zu lassen, den Atem sich beruhigen lassen. Okay, so, jetzt gehen wir über zu dieser angekündigten Übung, um den Raum zu erweitern, um sich den Raum erstmal bewusst zu machen. Für dieses Bewusstmachen gucken wir uns die verschiedenen Stellen erstmal an, einfach das Bewusstsein dafür zu bekommen. Du stehst in einem Würfel und wirst dir dieses Würfels bewusst, in dem du stehst, indem du ihn einfach mal wahrnimmst. Geh mal mit dem Bewusstsein nur in die rechte untere Ecke, von dort aus in die rechte obere Ecke, in die linke obere Ecke, in die linke untere Ecke, damit hast du das Quadrat vor dir, von der linken unteren Ecke in die linke hintere untere Ecke, in die linke obere hintere Ecke und die linke obere vordere Ecke. Damit hast du das Quadrat auf der linken Seite. So, von dort aus, lass uns mal wechseln in die rechte untere vordere Ecke, die rechte obere vordere Ecke, die rechte obere hintere Ecke und die rechte untere hintere Ecke. Das rechte Quadrat. Dann die rechte hintere Ecke und die rechte untere und die rechte obere hintere Ecke. Von dort aus gehen wir weiter in die linke obere hintere Ecke und die linke untere hintere Ecke. So, jetzt hast du das Quadrat unten und wenn du die vier Punkte unten und die vier Punkte oben jeweils verbindest, hast du die obere Quadrate. Ich möchte das nicht zu ausführlich machen, das wäre ein Workshop. So, von daher, ne, wir machen hier was zum Mitmachen, einfach mal so das wahrzunehmen. So, jetzt versuch mal, diese Seitenteile deines Würfels wahrzunehmen und dafür streckst du die Arme aus. Und wenn du die Arme ausstreckst, fühl mal, kommst du an die Seiten dran, greifst du durch, wo sind diese Wände, diese Seitenwände von dem Würfel, wenn du die Arme hebst, ab wann kommst du da dran, vielleicht schon hier, vielleicht kommst du nicht ganz dran, vielleicht greifst du durch, wenn du die Arme so gestreckt hast, das Bewusstsein von diesen Seitenwänden. Okay, so, dann gucken wir uns das vordere Quadrat an. Das gleiche Spiel, du kannst es mit beiden Armen machen. Du versuch mal an dieses vordere Quadrat dran zu kommen. Vielleicht ist es auch da schon weiter, aber vielleicht ist es auch, wenn du so greifst, durch schon. Dass du durch dieses Quadrat greifst. Das gleiche hinten, vielleicht einfach mal mit einem Arm. Versuch mal, vielleicht ist der auch schon, lehnst du auch schon hinten an dem Würfel an. Oder vielleicht kannst du mit der Hand an dieses Quadrat, vielleicht geht das auch mit beiden Händen, dass du wahrnimmst, ah, du kommst hier vielleicht an das Quadrat dran. Das Bewusstsein für dieses Quadrat hinter dir. So, dann das Quadrat, auf dem du stehst oder in dem du stehst. Stehst du mit den Füßen drauf, kannst du es gar nicht berühren, weil es unter dir, weiter unter dir ist. Ist es vielleicht in Höhe der Knie, dass du durch bist, oder vielleicht in Höhe der Hüften, dass es das Bewusstsein hier ist von dem Quadrat.
Das gleiche oben. Kommst du mit dem Kopf dran, guckst du mit dem Kopf schon durch, diesen Würfel durch, oder wenn du jetzt den Arm oder beide Arme, kommst du dadurch an dieses Quadrat über dir dran. Das Bewusstsein von diesem Quadrat über dir. Okay. So. Jetzt gehen wir über in die Bewegung und verbinden diese Punkte, die Eckpunkte von dem Würfel, diese 8 Punkte miteinander. Das versuchen wir auf dem direktesten Weg zu machen. Das ist ein kleines Workout. Versucht so weit wie möglich auf dem direktesten Wege zu sein. Dafür gehe ich jetzt, ich beginne einfach mal mit meiner linken, ich bin Linkshänder, mit meiner linken Hand. Ich gehe nach links unten vorne und von dort aus nach links oben vorne. Von dort aus nach links oben hinten und nach links unten hinten. Von dort aus drehe ich mich nicht, sondern ich gehe auf direktem Wege nach rechts unten hinten und rechts oben hinten und auf direktem Wege nach rechts oben vorne und rechts unten vorne und zurück. Tief ein, tief aus. Das machen wir nochmal. Links unten vorne. Links oben vorne. Links oben hinten. Links unten hinten. Schlupf. Rechts unten hinten. Rechts oben hinten. Rechts oben vorne. Rechts unten vorne und zurück. Werd dir nochmal von deiner linken Seite dieser 8 Punkte bewusst. Ist auch wie eine Pause. Aber dieses Bewusstsein ist halt der Unterschied zwischen einem einfachen Workout und einem Bewusstseinstraining. Das gleiche mit der rechten Seite. Rechte Hand. Rechts unten vorne, rechts oben vorne, rechts oben hinten, rechts unten hinten, links unten hinten, links oben hinten, links oben vorne, links unten vorne und zurück. Tief ein, tief aus, das Ganze nochmal mit der rechten Hand. Rechts unten vorne, rechts oben vorne, rechts oben hinten, rechts unten hinten, links unten hinten, links oben hinten, links oben vorne, rechts unten vorne und zurück. Kurz in die Neutrale, sich der 8 Ecken bewusst werden. Jetzt sind wir die Ecken abgelaufen, ne, diese Eckpunkte. Jetzt wollen wir diese Ecken verbinden, indem wir den Raum von diesem Würfel füllen. Das machen wir immer mit einer Verbindung, dass wir zum Beispiel rechts unten vorne mit links oben, die Diagonale durch den Raum nach links oben hinten, also rechts unten vorne, links oben hinten, beziehungsweise haben wir haben 4 Diagonalen und die versuchen wir zu verbinden, immer mit unserer Mitte und wir sind die imaginäre Mitte von diesem Raum, von diesem Würfel. Ich beginne wieder auf der linken Seite und ja, mache jede Diagonale zweimal, aber die Flächendiagonale, um die andere Diagonale wieder weiterzugehen, mache ich nur einmal. Okay, ich beginne links unten vorne, gehe zum Bauch, nach rechts oben hin, nach
links unten vorne, rechts oben hinten. Jetzt die Diagonale über die rechte Fläche, nach rechts unten vorne, links oben hinten. Immer den Bauch dazwischen nochmal zurück, links und rechts unten vorne, links oben hinten. Die Fläche über dir drüber, nach rechts oben vorne, links unten hinten, rechts oben vorne, links unten hinten. Die linke Fläche nach links oben vorne, rechts unten hinten, links oben vorne, rechts unten hinten und die Diagonale nach vorne, links unten vorne und zurück. Kurz in die Neutrale, durchatmen. Nehmt euch mal von der linken Seite jetzt den Raum wahr. Deine linke Seite nimmt jetzt diesen Raum um dich herum wahr. Und jetzt beginnen wir das Gleiche mit der rechten. Rechte Hand. Und die rechte Seite geht in die Wahrnehmung. Rechts unten vorne. Nach links oben hinten. Über den Bauch nach links oben hinten. Rechts unten vorne. Links oben hinten. Die Diagonale auf der linken Seite nach links unten vorne. Rechts oben hinten. Bauch links unten vorne. Rechts oben hinten. Das Quadrat über dir drüber nach links oben vorne. Bauch rechts unten hinten. Links oben vorne. Rechts unten hinten. Nach rechts oben vorne. Bauch links unten hinten. Rechts oben vorne. Links unten hinten. Über die Standdiagonale nach rechts unten vorne. Und zurück. Tief ein, tief ausatmen. Nimm dich nochmal wahr. Nimm den Raum um dich herum wahr. Vielleicht hat sich was verändert. Vielleicht sind diese Flächen, diese Quadrate um dich herum weiter entfernt. Anders vom Gefühl her. So, der nächste Schritt ist, je nachdem wie groß dein Raum ist, in dem du praktizierst, dass du versuchst, diesen Raum, diese Raumplanung noch weiter zu erhöhen. Das geht bedingt durch das Dreh eben halt auch nur. Ne? Die Fläche ist begrenzt. Okay, ich beginne mit der linken Hand. Ich stelle mich wieder breit und ich mache jetzt Schritte, die ich, ja, um den Raum zu vergrößern. Ich gehe jetzt linke Hand. Links unten vorne, nach rechts oben hin. Nochmal. Links unten vorne. Rechts oben hin. Nach rechts unten vorne. Die Diagonale links oben hin. Nochmal. Rechts unten vorne. Links oben hin. Die Diagonale über den Boden nach rechts oben vorne. Über die Decke meine ich natürlich. Und links unten hin. Rechts oben vorne. Links unten hin. Die Diagonale nach links oben vorne und rechts unten hinten, links oben vorne, rechts unten hinten und zurück. Jetzt die Wahrnehmung von dir und dieser Fülle des Raumes. Das gleiche mit der rechten Seite. Rechts unten vorne, nach links oben hinten. Rechts unten vorne, links oben hinten. Links unten vorne, rechts oben hinten. Links unten vorne, rechts oben.
oben hinten, links oben vorne, nach rechts unten hinten, links oben vorne, rechts unten hinten, rechts oben vorne, nach links unten hinten, rechts oben vorne, nach links unten hinten und zurück. Tief ein, tief aus. Diesen Raum wahrnehmen. Nimm mal wahr, vielleicht kannst du von der rechten oder von der linken Hand das besser wahrnehmen. Oder Seite eigentlich, die ihre Hand steht nur für die Seiten. Dann setzt du dich entweder auf die Fersen, wenn du gut sitzen kannst, oder auf in den Schneidersitz oder auf einen Stuhl. Es ist nicht wichtig, wie du sitzt, nur dass deine Füße dann auf dem Boden sind oder deine Beine, dass du gut sitzt und dass es dich nicht stört. Dann bringst du deine Hände gegeneinander. Die Finger sind sanft aufgefächert und lass die einzelnen Glieder sich berühren, aber nicht die Teller und nicht die Rillen. Versuch, dass die Hände sich so berühren. Die Arme berühren den Oberkörper, die Daumen berühren das Brustbein vielleicht. Deine Schultern können locker sein und du schließt deine Augen. Und du gehst mit dem Bewusstsein zu dieser Berührung zwischen deinen beiden Händen. Nimm mal wahr, wie die beiden Hände sich berühren. Die Berührung zwischen den beiden Händen wahrnehmen. Vielleicht die Temperatur. Vielleicht berührt die rechte die linke oder die linke die rechte Hand. Das Bewusstsein dieser Berührung. Und diese Berührung ganz zart. Versucht die Berührung nur noch ganz zart zu machen. Sie berühren sich immer noch, auch ganz flächig, aber nur ganz sanft. Und dann legst du die Hände übereinander auf die Gegend, auf die Herzgegend. Das heißt, etwas nach links versetzt, nicht in die Mitte. Und spürst vom Körper aus, dass da Hände aufliegen. Diese Berührung der beiden Hände aufeinander, am Körper. Spür mal vom Körper aus, dass da Hände aufliegen. Und dann öffne die Augen und nimm dich mal mit geöffneten Augen wahr. Und die Handflächen, lass sie nach oben zeigen, löse sie, lass sie nach oben zeigen und sei mal in deinen Handtellern. Vielleicht